Ich bin Philipp Zembrot und ich, wie ihr ja wisst, habe ich mich seit so in Abständen in den letzten 2 Jahren oder so, zumindest zum Teil mit der Renovierung vom Volksforst beschäftigt und dachte, ich erzähle mal ein bisschen, wo wir da jetzt gerade so stehen. Überblick erstmal, wie bin ich überhaupt dazu gekommen? Was soll sich ändern? Dann muss natürlich ein bisschen Refactoring 101 in die ganze Sache mit reinkommen, weil das ist im Wesentlichen das, was ich hier gerade betreibe. Ein bisschen was Lustiges über die Abhängigkeiten, die da die Reihenfolge dessen, was getan werden muss, bestimmt. Und dann kommen wir zu den konkreten Plattformen. Erstmal die Hauptplattformen C16, C64, MS-DOS, CPM, Atari, gelistet in dieser Reihenfolge. Nicht, weil sie so entstanden sind, sondern weil sie sich so bei mir auf die Werkbank geruckelt haben, aus Gründen. Und dann habe ich noch drei Exkurse zu weiteren Plattformen, die so entweder entstanden oder halb oder noch nicht ganz entstanden sind. Und am Schluss werde ich noch ein bisschen was zur Vereinheitlichung der Codebasis sagen. Also dazu gekommen bin ich, weil ich eine etwas verbesserte Volksforce-Plattform für meinen C-Compiler CC64 haben wollte. Über den hatte ich vor 1,5 Jahren bei der Euroforce erzählt. Ganz kurz, das ist ein Small-C-Compiler auf dem C64, den ich während meines Studiums hauptsächlich geschrieben hatte, fast fertig wurde, Ewigkeiten im Schrank gelagert hat. Und Anfang der oder kurz vor der Pandemie auf eine putzige Weise wieder an die Oberfläche kam. Und um den irgendwie jetzt weiter fertig und weiterzuentwickeln, wollte ich ein paar Sachen haben. Ich wollte einmal Umstellung auf Stream-Sourcen haben, weil ich inzwischen eben viel auf dem oder eigentlich nur noch auf dem Emulator arbeite und dass die Block-Sourcen doch etwas unhandlich wurden. Oder ich sie nicht mehr gewohnt war. Ich wollte entsprechend die Block-Sourcen dann auch optional haben, einfach um einen kleineren Kernel zu haben. Und so ungefähr in der Zeit habe ich mich dann mit Carsten mal zusammengeschlossen oder ihn kontaktiert, mit Freude entdeckt, dass da durchaus Offenheit für Beiträge vorhanden war. Und er hatte seinerseits schon einige Zeit die Ambition, Volksforce auf den ANS-Standard zu bringen. Und dann habe ich gesagt, okay, dann sollten wir auch sehen, dass wir die Codebasis, das sind ja vier, jetzt haben wir sie in der Reihenfolge, wie sie auseinander entstanden sind, vier Forks, die jeder für sich leben, ein bisschen weitergelebt haben, sich so ein bisschen auseinanderentwickelt haben, weiterentwickelt haben. Versuchen, die wieder zusammenzubringen, dass wir die ganze ANSifizierung, um es mal so zu bezeichnen, nur einmal machen müssen und nicht viermal oder vielleicht noch öfter. Also, was sollte dadurch oder was war an Änderungen entsprechend nötig? Erstmal, das Stream Handling musste implementiert werden für jede Plattform, musste in den Kernel integriert werden. Zwei Schritte. Die Blockworte mussten irgendwie aus dem Kernel so weit rausgeschält werden, dass der auch ohne Bau- und lauffähig war. Und dann eben die vier Forks zusammenführen. Ausgesprochen anspruchsvoll, finde ich. Da sind wir auch noch nicht. Und dann anschließend den Kernel in Richtung ANS-Standard zu ändern, weiterzuentwickeln. Ja, ziemlich große Änderungen, ziemlich klar, das musste durch Tests abgesichert werden und zwar so gut wie wir es hinkriegen. Glücklicherweise gibt es den Haste-Tester und glücklicherweise stellte sich auch heraus, so nach einigem Experimentieren, dass zumindest die Teile der ANS-Test-Suite, die fürs Volksforce überhaupt relevant sein können, ne, ist klar, der Fließkomma-Teil fällt außen vor. Volksforce hat kein Fließkomma und ein paar andere Teile ebenfalls. Uli, du solltest dich entmuten.
Genau. Die Schneider-Version hatte tatsächlich auch einen Floating Point, wo einfach die ROM-Routinen benutzt wurden, die in dem Schneider CPC 464 ROM waren. Da sollten wir bei Gelegenheit drüber reden. Ja, mal gucken, wo das geblieben ist. Die Aber ja. Commodore-ROMs haben ja natürlich auch Fließkommaroutinen. Ja. Das Ja, genau, das können gut. wir ja mal gucken. Genau. Spannend. So, aber wie gesagt, das mal auf der Seite, stellte sich also raus, dass man die ANS-Tests zu über 90% mit einem bisschen Shim-Code, also so eine kleine ANS-Zwischenschicht, tatsächlich auf dem Volksforth zum Laufen und Passen bekommen kann. Das, was ihr da auf der rechten Seite seht, ist so ein bisschen von diesem Shim. Das ist also weitestgehend wirklich ganz trivialer Code. Alles Einzeiler sind insgesamt drei, vier, fünf oder so etwas komplexere Worte, wo dann wirklich ein bisschen Implementierung hintersteht. Aber im Wesentlichen ist das alles solcher Code. Das, was nicht funktionieren konnte, habe ich auskommentiert. Und die relevanten Tests fürs Volksforth sind Core, Core Plus, Core Ext, die Double as in 32-Bit-Worte, nicht Double Fließkomma, und die Block-Tests. Das zweite, was es dafür brauchte, war eine Ausgabe in Logfiles. Jetzt nichts fürchterlich Komplexes, aber musste auch irgendwie her, damit man anschließend die Testergebnisse auch automatisch verifizieren konnte. Und damit sind wir beim, ups, falscher Button. Damit sind wir beim zweiten Teil des Refactoring 101. Die ganze Sache musste automatisiert werden. Diese gesamten Tests mussten schnell und einfach und ohne viel Tippen jederzeit wieder angeworfen werden können. Das ist im Prinzip das, was ich in meinem Dayjob auch viel mache. Ich finde die Beschreibung vom Martin Fowler im Refactoring-Buch, dass mit Tests und Automatisierung man Code geschmeidig macht, das finde ich ein ganz wunderbares Bild. Wenn man Code so ein bisschen bitrotten lässt, dann neigt er dazu, hart und spröde und schwer zu ändern zu werden. Ja, Ansatz war GNU-Make. Ziemlich altes, etwas hieroglyphisches. Ich habe mehrfach über die Syntax, sagen wir mal, gebrummelt, Werkzeug. Aber der Vorteil ist, die Bauregeln, die man da einbauen kann, sind extrem mächtig, extrem flexibel und die Flexibilität habe ich gebraucht. Also, es ist ein Mac-getriebener Bau geworden. Emulatoren habe ich schon gesagt. Für die Commodore-Rechner ist Vice das im Wesentlichen Mittel der Wahl. Es sei denn, man will sehr anspruchsvolle Spiele spielen. Da gibt es dann wohl noch anderes. Ach so, Plattform ist natürlich Linux für mich. Also das Ganze läuft unter Linux. x16 Emu ist der Emulator für den Commander x16. Da kommen wir gleich nochmal drauf. DOSBox ist der, bei dem ich zumindest bisher fürs MS-DOS gelandet bin. RunCPM, der fürs 8080. Und für den Atari ST wird es wahrscheinlich Hatari sein. Da bin ich aber noch nicht. Ein paar Tricks habe ich dann gebraucht, um den Emulator oder die Emulatoren Script respektive Make triebfähig zu machen. Ein Trick, an dem ich relativ lange geknabbert habe, ist, wie kriegt man Sonnenweiß dazu, sich wieder zu beenden? Das war bei den die Leute, die Commodore-Rechner emulieren, sind sie nicht auf die Idee oder hatten keinen Grund auf die Idee zu kommen, ja, der muss sich ja auch beenden können. Muss er normalerweise nicht, brauchte ich aber. Und nach einigen Spaziergängen bin ich dann auf den Trick verfallen, okay, ich lösche einfach eine Datei von innen,
Und das sieht dann ein Watchdog von draußen. Und wenn die Datei not done weg ist, dann sind wir done und dann fahren wir den Emulator runter. Schöner Nebeneffekt, stellt nur minimale Anforderungen an den Emulator. Das hat 1:1 auch mit dem X16-EMU, der aus einer völlig anderen Ecke kommt, funktioniert. Beim Run-CPM, zum Eingaben machen, haben die alle schon hübsche Optionen, um den Tastaturpuffer zu befüllen. Da brauchte ich also nichts machen. Bei CPM habe ich dann tatsächlich zwei Optionen, eine für Konsoleneingabe und für Konsolenausgabe dazu gefügt, dass ich das aus Dateien und in Dateien füttern kann. Das hatte was damit zu tun, oder die Notwendigkeit dafür, dass die Art, wie Run-CPM Standard-In in die CPM-Kommandozeile oder in das Konsolen-Input reinfüttert und wie Volksforth aus der Konsoleneingabe liest. Das hat mit einfach nur Standardeingabe umlenken nicht funktioniert. Aber Run-CPM ist hervorragend hackbar. Also das war sehr, sehr schön. Und dann musste man sich mit Dateiformaten noch so ein bisschen auseinandersetzen. Die Commodore-Rechner und auch der X16 im Normalmodus benutzen PETSCII, nicht ASCII. Das musste gewandelt werden. Und die DOS-CRLF-Zeilentrenner wollten auch so ein kleines bisschen Aufmerksamkeit haben. Und dann braucht man noch den Target-Compiler. Der lief an sich dann relativ problemlos. Die eine Zutat, um das Ganze automatisch zu machen, war dann noch die eben schon erwähnten Logfiles, wo man dann die letzte Message, die sozusagen aus dem Target-Compile selber nach raus gegeben wird, die ich dann auch zum Teil entsprechend eingebaut habe, Bild erfolgreich. Wenn die Message da ist, dann ist es wohl bis zum Ende durchgelaufen. Ansonsten muss die Make-Regel failen und dann geht es ans Debuggen. Der gesamte Refactoring oder sozusagen die Anforderungen, die wir haben, die Abhängigkeiten, die einzelnen Schritte davon haben, haben eine ziemlich klare Reihenfolge vorgegeben. Und die Anforderungen oder sozusagen das, was ich haben wollte, war natürlich erstmal, ich wollte alles mit einem Test absichern. Entweder bevor ich es mache sogar, teilweise so ein bisschen TDD-mäßig, aber auf jeden Fall, bevor ich was ändere, will ich das Vorhandene durch einen Test sichern. Die HACE und die ANS-Tests sind alles Stream-Sourcen. Wollte ich nicht erst nochmal zurück nach Blocks verwandeln. Das Include, was ich implementiert habe, das nutzt den TIP. Der TIP im Volksforth hat ursprünglich 80 Zeichen. Außer den allerersten beiden ANS-Tests haben die alle Zeilen, die länger als 80 Zeichen sind. Und ja, dass ich die Tests automatisch geprüft haben wollte, das hatte ich schon erwähnt. Im Prinzip will ich einfach, ich habe auf der Shell einen Auswerter, der ein grünes oder ein rotes, fröhliches oder trauriges Smiley in den Prompt reindruckt, je nachdem, wie das letzte Kommando gelaufen ist. Und damit will ich sehen, ob der letzte Bau oder Test okay war oder nicht. Und damit ergab sich dann relativ verlässlich folgende Reihenfolge. In der ersten Plattform habe ich die natürlich erstmal rausfinden müssen. Man weiß ja vorher nie, was man eigentlich tut. Und die hat sich dann beim zweiten und jetzt sind wir beim dritten im Anfang auch recht gut wieder bestätigt. Also das erste ist, wir brauchen einen Hello World mit im Emulator, getrieben durch Make natürlich. Dann muss eine Log-Ausgabe her. Dann muss das Include
implementiert werden. Das braucht dann wieder einen Hello World Test mit einem Include aus einem Stream-File. Dann kann man den Preliminary und den Core-Test schon laufen lassen. Die müssen dann erfolgreich sein. Dann geht es an den ersten Target-Compile. Das lief bis dahin dann alles mit dem existierenden eingecheckten Binary. So, also das erste Target-Compile aus Screensourcen. Wieder ersten beiden Tests. Dann mussten die Kernel-Sourcen von Screen nach Stream umgewandelt werden. Und zwar erstmal alles in ein einzelnes File. Das Aufspalten passierte dann etwas später. Und dann den Target-Compile langsam von Block-Sourcen auf Stream-Sourcen umzustellen. Und zwar hat sich herausgestellt, das geht am besten von außen nach innen. Das heißt, man macht erstmal den äußersten, quasi das Äquivalent vom Load-Screen, schreibt man als FDH-ASCII-File. Und in dem dann erstmal nur Blocks geladen werden und dann kann man nach und nach Stücke von den Blocks in aufgespaltene Stream-Sourcen auslagern und Rinse and Repeat, Preliminary und Core-Tests müssen durchlaufen. So, jetzt haben wir den Kernel in leichter änderbaren FTH-Sourcen, die dann auch Git gut tracken kann. Jetzt können wir den Tipp auf 132 vergrößern. Yay, Riesenänderung. Erfolg, wir können die anderen vier Tests durchlaufen lassen. Anschließend, und das ist jetzt alles noch mit einem sozusagen dazu kompilierten Include, bisher noch außer der Tippgröße völlig unveränderter Kernel. Jetzt können wir das Include etwas hübscher, etwas sozusagen generischer in den Kernel mit einbauen, alle Tests wieder laufen lassen. Und dann fängt das erste große Refactoring an, nämlich die Blockworte aus dem Kernel rauszuschälen. Besteht im Wesentlichen daraus, relativ viel Code in der Reihenfolge umzustellen und zu gucken, dass man nichts dabei verliert und dass auch wirklich alles in den Vocabularies wieder landet, wo es vorher war. Und da müssen natürlich, oder so habe ich es jedenfalls gelöst, ein paar Worte deferred werden, die sozusagen den Grundhaken für den Block- und Buffer-Mechanismus habe ich drin gelassen. Und dann wieder testen, und zwar alle für die Variante mit und alle außer den Blocktests für die Variante ohne die Blockworte. So, wie sah das auf der ersten Plattform aus? Wie gesagt, erstes Include implementiert. Das hatte ich schon gehabt, bevor ich sozusagen mit der großen Ambition, ich renoviere Volksforth, reingegangen bin. Und habe dabei diese gerade beschriebene Schrittsequenz so langsam ausbaldowert, diesen ANS-Shim geschrieben. Zeigte sich, dass sich 314 von 3431 Testcode-Zeilen, die wollten auskommentiert werden. Ich habe dann ein separates Kommentarzeichen für Kommentarwort für verwendet, damit man weiß, was ist sozusagen wegen Volksforth-Grenzen raus, dass man das später wieder reinnehmen will. Die Tricks, wie ich den Emulator angetrieben gekriegt habe, habe ich gerade eben schon erzählt. Eine Sache, die dabei rausgekommen ist, vom C16 gibt es zwei Volksforth-Varianten, eine mit 32 Kilobyte RAM ohne ROM-Switching und eine mit 64 Kilobyte RAM, knapp 64 Kilobyte RAM. Zeigte sich, dass die 32K-Version irgendwann im Laufe der Zeit kaputt gegangen war. Die habe ich dann wiederbelebt gekriegt
Und noch so ein Detail, die Target-Compiles, zumindest die aus den Make-Files, die ich im Moment mache, laufen alle auf dem C64, einfach deshalb, weil sich herausstellt, dass der weiß, dass der C64 weiß, der schnellste von allen Weißes ist. Also der kriegt auf meinem Laptop bis zu, ich glaube, ein Faktor 120 an Geschwindigkeit gegenüber dem Originalrechner. Der C16 ist eher so im Bereich 10. Aber wir haben auch einen self-hosted C16-Target-Compile, den habe ich tatsächlich kurz oder im Laufe der Vorbereitung für diesen Vortrag noch zusammengestellt. Das war relativ problemlos. Also der C16 ist auch Self-Hosting. Damit sind wir beim ersten Exkurs. Der Commander X16 ist ein Retro-Computer. Kurze Frage, wie bin ich mit der Zeit? Mach weiter, ist alles okay. Okay, gut. In Entwicklung befindlicher Retro-Computer mit einem 65C02 und angelehnt an mehr an den VC20 als an den C64, wird entwickelt von der Community, initiiert von The 8-Bit-Guy, ein YouTuber. Und da bin ich irgendwie so reingeraten und habe dann gedacht, na, die haben noch, stellt sich dann raus, dass ich nicht das erste, sondern das zweite Fourth war. Bruce McFarlane hat das erste da hingekriegt. Aber ich habe den ersten lokal laufenden C-Compiler darauf dann zustande gebracht. Das hat die Plattform für mich interessant gemacht. Und plus natürlich, der ist sehr, sehr ähnlich dem C64 in seiner auch in seiner Softwareausstattung, sodass das letztlich relativ einfach war. Die Steuerung durch des Emulators durchs Makefile war ein bisschen unoffensichtlich. Ich habe da auch erst eine Emulatoränderung programmiert, aber letztlich zeigte sich, dass die Option, die dafür gedacht war, sozusagen ein Basic-Programm als ASCII-Text reinzutippen, genauso für nicht Programm, sondern einfach Kommandozeilen, Inputs, wie ich sie brauchte, funktioniert hat. Beenden ganz genauso wie beim 64er. Ein Unterschied, obwohl er wahnsinnig viel Speicher hat, 512K oder 2 Megabyte, das meiste davon ist in einem Bank-Switching-Block und durchgehenden Speicher, den man für das Forth-System hat, ist tatsächlich noch kleiner als beim 64er. Das sind, es geht bis 9F00, also irgendwie 36K oder sowas, wenn ich es richtig im Kopf habe. Der enge Speicher war tatsächlich ein Problem für den C-Compiler. Da musste ich auch wieder tricksen, um den da reinzukriegen. Ich habe nicht versucht, den Target-Compiler da zum Laufen zu kriegen, zumindest bisher nicht. Ich glaube, dass das zu knapp wäre, wenn man nicht das gebankte ROM verwendet. Blockworte habe ich erstmal nicht implementiert da. Es bot sich im Prinzip nicht an, da also der Direktzugriff, der beim C64 implementiert ist, den gibt es da noch gar nicht. Der wird irgendwann kommen. Aber der zweite Grund, warum beim Commodore nicht dateigestützte Blockdateien, sondern eben Direktzugriff verwendet werden, ist, dass das DOS kein Seek hat. Das heißt, man müsste immer von vorne oder man muss immer von vorne lesen. Also keine Blockworte. Ja, Ergebnis, der erste self-hosted C-Compiler, schon erwähnt. Und zwei Ideen, die daraus noch entstanden sind. Zum einen, der X16 hat auch einen ISO-Modus, also einen im Prinzip erweiterten ASCII-Modus. Da wäre es also interessant, einen Forth-Kern zu haben, der nicht auf PETSCII, sondern auf ASCII aufsetzt.
Das könnte man sicherlich mit einem Target-Compiler, der auf MS-DOS oder CPM oder so läuft, hinkriegen. Liegt irgendwo auf der To-Do-Liste. Und dann so eine etwas neuere Idee, aber es gibt noch so einen weiteren Retro-Computer ähnlicher Art, der Mega 65, was eine Reimplementierung oder Weiterentwicklung des sagenumwobenen Commodore 65 ist. Und die sind tatsächlich sehr viel weiter in der Entwicklung. Den Mega 65 gibt es schon in ein paar tausend oder sowas Stückzahlen. Das ist aber im Moment noch reine Ideeware auf meiner Seite. Wird aber sicher irgendwann kommen. So, gehen wir weiter zum Estos. Ich habe mir den als zweite Plattform rausgesucht, im Wesentlichen, weil ich habe zwar MS-DOS nie wirklich programmiert oder nicht viel, aber ich habe es zumindest relativ viel genutzt, was ich von weder CPM noch von Atari ST sagen kann. Also fühlte sich das so ein bisschen heimatlich an. Und außerdem schien es mir auch gar nicht so ungeschickt, sozusagen einmal beide Enden des Entwicklungsstrangs sich anzuschauen. MS-DOS war die letzte der vier Volksforce-Versionen, wenn man die vereinheitlichen will. Und man kennt sozusagen beide Enden der Entwicklung, hat man so ein bisschen das Gefühl für die Spannbreite. Den Emulator, den ich mir dafür rausgesucht habe, war DOSBox, im Wesentlichen, weil der praktisch out of the box funktionierte und auch das Volksforce nicht angepasst werden musste. Komme ich gleich noch mit einem Kommentar dazu. Der kann sich auch von innen beenden. Also der war wunderbar einfach durch Make zu automatisieren. Include gibt es beim MS-DOS und auch beim CPM. Ich vermute beim Atari auch Volksforce schon als mit der Bedeutung Blockfiles zu laden. Die so Bedeutungskollision habe ich dann dadurch gelöst, dass ich eine Filetyperkennung eingebaut habe. Denke, irgendwann, wenn wir uns weit genug Richtung ANS bewegt haben, werden wir die Blockfile-Ladefunktion da rausmigrieren. Aber das schien mir für den Moment erstmal ein vernünftiger Kompromiss. Und ach ja, eine Begrenzung des ersten Includes, was ich geschrieben habe, habe ich hier dann überwunden. Beim C64 verwirft das Include, nachdem es eine Datei eingelesen hat, den Rest vom Tipp. Das heißt, ein Include sollte alleine auf einer Zeile stehen. Das ist hier nicht mehr der Fall. Da habe ich eine hinreichend speicherbillige Sicherungsmechanik für hingekriegt. War einfacher, als ich erwartet hatte. Sonst hätte ich das vielleicht auch bei der vorigen Variante schon gemacht. Ja, und zweiter Durchgang durch die schon beschriebene Schrittsequenz hat sich im Prinzip wiederholt. Also die scheint robust zu sein. Einziger Unterschied war, hatte das Gefühl, ich musste hier mehr Code-Reihenfolge umsortieren, um die Blockworte dann hinterher tatsächlich rausziehen zu können. Aber das hat funktioniert. Ein kleiner Exkurs hier jetzt nochmal zu einem älteren Branch. Es gibt eine Bare Metal, PC Bare Metal Version vom MS-DOS Volksforce, die Carsten vor etlichen Jahren mal gemacht hat. Die läuft mit EMU 2 als DOS-Emulator für den Bau, also für den Target-Compiler. Da gibt es dann ein entsprechendes Volksforce, was Carsten Jesus ist, setzt aufs BIOS statt aufs BDOS auf, um für Expect und Emit. Ja, genau. Also es sind alle Abhängigkeiten für I/O sind übers BIOS gelöst und nicht über MS-DOS, wie du hier auf der Folie geschrieben hast. Und man kann aber MS-DOS wieder bootstrappen, indem man dieses Bare Metal startet und eine Force-Source-Datei reinpiped, sozusagen. Kann
Das BIOS kann das über Pipe lesen und damit kann man dann wieder ein volles Foxforce MS-DOS bootstrappen. Wunderbar, ja. Der Emo2 ist eigentlich auch ein sehr viel attraktiverer Emulator für automatisierte Builds, weil er schneller und stabiler ist. Aber da der Kernel da einen kleinen Tweak für brauchte, habe ich das erstmal auf der Seite gelassen. Und das wird sicher irgendwann noch kommen. Was ich auch noch ganz cool an dem Build finde, ist, dass es ein Bootdesk-Werkzeug einschließlich Assembler-codierter Bootsektor und so weiter und ein Chemo-Setter gibt. Das heißt, man kann sich das ganze Ding wirklich so rennen lassen. Wobei ich dazu sagen muss, ich habe es noch nicht ausprobiert, aber es sieht im Code recht komplett aus. Ist ein separater Branch im Foxforce Git, wenn sich das einer mal anschauen möchte. So, damit sind wir bei CPM. Das habe ich im Moment auf der Werkbank. Die Änderungen am Run CPM habe ich schon erwähnt. Das ist auch ein Emulator, der sich selbst beenden kann. Das ist sehr bequem. Den ersten Schritt, den Hello World Test und Logfile, das habe ich fertig und im Moment bin ich gerade dabei, das Include für CPM zu implementieren und ich lerne Dinge über File Control Blocks und bin sehr fasziniert, wie, ja, ich sag mal so, CPM war für uns C64-Leute damals so ein bisschen sowas wie das beneidete, gelobte Land nebenan, weil die so unglaublich viel Software hatten, weshalb es für den C64 auch diese Z80-Karte gab, obwohl sie furchtbar langsam war. Und ich bin immer noch fasziniert, mit wie wenig Code die damals eine hardwareunabhängige Software-Standard-Plattform geschafft haben, also 3,5 Kilobyte für ein DOS. Das muss man erstmal hinkriegen. Und entsprechend macht mir das also große Freude, das jetzt retrospektiv nochmal zu lernen. Ja, da bin ich im Moment gerade dran. Als nächstes käme dann der Atari. Da weiß ich noch fast nichts drüber. Ich bin ganz froh, dass ich so mit dem gerade anwesenden Publikum einige habe, die ich da fragen kann. Ein ganz witziges Detail dabei ist vielleicht, dass tatsächlich Atari und mit Atari als Emulator das erste Nicht-Commodore Forth gewesen ist, was ich mir angeschaut habe, vor längerer Zeit schon. Es ist damals daran gescheitert, dass ich keinen TOS-ROM hatte und mit EmuTOS nicht klargekommen bin. Und dann habe ich es erstmal auf sich beruhen lassen. Aber wie gesagt, das ist auf der Liste. Und dann wollte ich noch eins erwähnen, das tauchte so als sowohl unabhängig bei mir als auch bei Carsten als, das wäre doch mal cool, auf, was wäre, wenn ich einen Target-Compiler oder auch meinen C-Compiler auf meiner Linux-Box ohne einen Emulator laufen lassen könnte. Und klar, der Weg dahin ist offensichtlich. Die Welt braucht selbstverständlich noch einen weiteren virtuellen Forth-Prozessor. Braucht sie natürlich nicht, aber sowohl mir als auch Carsten würde es einen Riesenspaß machen, einen zu implementieren. Vielleicht auch in mehr als einer Sprache. Ich würde im Moment mal sagen, ob wir oder ich oder so das tatsächlich machen oder dann vielleicht doch vernünftig sind und gucken, ob eine der existierenden Maschinen für unseren Anwendungsfall passt. Das wird sich noch zeigen. Auch wieder bisher weitestgehend Idleware. Aber wollte ich zumindest mal erwähnen, würde für viele Entwicklungsschritte, glaube ich, wäre das wahnsinnig praktisch, wenn man ein Native Foxforth auf Linux zum Beispiel hätte. So, damit sind wir beim Thema Vereinheitlichung.
Der Weg, den das nehmen würde, soweit ich das voraussehen kann, wie gesagt, ich bin noch nicht da, aber wäre ein Verzeichnis Common zu etablieren in der Volksforth-Code-Basis, die ist im Moment nach Architekturen organisiert. Und da dann anzufangen, Code-Strecken hinzumigrieren. Und dann natürlich Rinse and Repeat testen und dann zwar gleich in mehreren Zweigen, in mehreren Plattformen. Codeworte würde ich da sicherlich eher nicht hinschieben. Ich habe das mal so gedanklich angefangen durchzuspielen, die entsprechenden Prozessorarchitekturen mit plattformspezifischen Kommentaren ein- und auszuschalten. Und selbst in meiner Vorstellung wurde das also sehr schnell sehr furchtbar. Das heißt, es würde wahrscheinlich rauslaufen auf etwas, wo die Codeworte in den jeweiligen Plattformverzeichnissen wohnen und die Colon-Definitionen aus dem gemeinsamen Code kommen. Und das führt dann zu einem Problem, das sicherlich nicht, ich habe es noch nicht geprüft, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass nicht alle Varianten genau die gleichen Worte in Code und in Hochsprache haben wie alle anderen. Das heißt, es wird dann im Common Code Colon-Definitionen geben, für die die eine oder andere Plattform eine Code-Definition hat. Und wie schützt man die voneinander? Ich habe mal angefangen zu denken in Richtung von einem Smart Colon. Das hat mir aber nicht so arg gut gefallen, so im Sinne von Keep it simple. Und meine aktuelle Arbeitshypothese wäre sowas wie das, was ich in der letzten Zeile geschrieben habe, so ein if and def dup. Wenn das noch nicht definiert ist, dann nehmen wir jetzt hier diese Colon-Definition bis zum end-if sozusagen. Da wäre ich auch interessiert an Ideen, Meinungen, Erfahrungen aus der Runde. Und bei der Gelegenheit vielleicht auch noch eine Begrenzung, die das aktuelle Include hat, ist, dass es Klammerkommentare nur einzeilig kann. Das heißt also, Klammerkommentare, die über mehr als eine Zeile gehen, die funktionieren im Moment nicht. Kleine Zwischenbemerkung, dieses ifndef, das unaussprechliche Wort, das heißt das nicht standardmäßig have? Also zumindest in GeForce ist es as have. Stimmt. Genau, Volksforce hat Backslash needs. Ja, und Standard wäre, Ja, glaube aber ich, das, brackets defined. dann sind wir wieder bei einzeilig. Aber okay, Ja, ja. wie es heißen soll, ist ja, aber genau. Also im Prinzip ist es ein Have oder ein Needs in mehrzeilig. Aber ich nehme das mal, Klaus, danke für den Einwurf. Ich nehme das mal als sozusagen Stimme für. Wir haben es ja im Prinzip hier mit einer Duplikation zu tun, nämlich den Namen dessen, was ich hier definiere. Der steht einmal in der Frage, haben wir das schon? Und dann nochmal, jetzt definieren wir es, diese Duplikation auf sich zu nehmen und im Sinne von Einfachheit. Ja, auch ein mehrzeiliges Klammergerät. Also da muss man ja nur das, ach, wie heißt denn dieses Reload-Kommando im Force? Refill. Refill, genau. Also wenn man das hat, ist das auch nicht mehr als ein Zweizeiler. Oder du machst überhaupt einfach nur Query Colon. Dann brauchst du ganz wenig Doppelschreiben. Ja, dann fällt das immediate weg. Das war ja sein Ding mit dem Ah, das wäre dann smart Smart. gewesen. Ich dachte, dass das Colon Ja. selbst smart ist. Ich meinte wirklich Was explizit Query Colon und dann Query Semikolon. ich mir noch vorstellen könnte, wäre so ein Backslash Fragezeichen Dupe und dann hat man die erste Zeile und dann wiederholt man das Backslash Fragezeichen so oft, wie das Wort halt Zeilen hat. Also geht immer bis zum Ende der Zeile, wird es auskommentiert, wenn es da ist.
sozusagen, wenn ich Backslash Fragezeichen, ach so, sozusagen davon ausnutzen, dass bis ich das Semikolon gesetzt habe, ist das noch nicht definiert. Nein, wenn du es, nein, es ist ja, ach so, ja, richtig, 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 ja. Alternativ könnte man auch zwei Worte machen. Eins, was den Namen nimmt und dann sozusagen ein ETC, sozusagen ein anderes Fortsetzungswort, was die letzte Existenzprüfung wiederholt. Ja, aber damit bin ich auch schon zu Ende. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen, vielen Dank, Philipp. Sehr schön. Ich habe dir gerade eine E-Mail noch weitergeleitet. Und zwar habe ich vor 2 Jahren schon mal mit dem Eero Taminen, dem Autor von Hatari, gesprochen, wie man Continuous Integration mit Hatari macht. Und er hat mir eine lange E-Mail geschrieben mit ganz vielen Pointers, wie man den Hatari von außen steuert und wie man von innen was wieder zurück an das aufrufende Betriebssystem zurückliefert und so. Und da sollte alles drin sein, was du brauchst oder was wir brauchen, um das zu automatisieren. Ja, cool. Utmärkt. Utmärkt. Meine Fragen. Ja. Ups. Genau. Ich weiß nicht, ob alle Volksforce-Versionen das haben, aber die CPM-Version, da ist Tipp indirekt und zeigt, ist eine Variable und zeigt auf freien Speicher, der 80 Zeichen lang ist. Aber in einem bestehenden System kannst du das eigentlich problemlos erweitern, wenn du einfach irgendwo dir größeren Speicher nimmst und Tipp setzt. Also to tip oder so heißt die Variable. Hätte ich machen können. Ich war erstens speicherknauserig und zweitens tippfaul. Ich wusste, dass ich hätte ich machen können, wäre dann ein Schritt mehr gewesen oder irgendwo ein bisschen. Alles gut. Wenn du aber es nee. weißt, wenn du es weißt, ist ja alles cool. Ja, ja. Genau. Nee, danke. Genau, das andere, du benutzt Run-CPM. Das hast du ja auch erklärt und gute Gründe. Ich habe das bei mir, glaube ich, nur kurz mal laufen lassen. Benutze das CPM-Volksforce mit Yaase und ich habe das gerade mal gebenchmarkt hier auf meinem MacBook. Das läuft mit 12 MIPS. Das finde ich schon beeindruckend. Also CPM-Emulation. Es wird eine 8080 emuliert und CPM. Und das rauskommt, ist ein Force-System, fühlt sich unglaublich schnell an. Das hatte ich immer schon. Und 12 MIPS ist auch schnell. Also finde ich jedenfalls so. Erstmal für so ein Retro-System. Ja. Das ist schon ein M1. Nee, Ich glaube. das ist irgendwas, Noch Intel. irgendwas, genau. Ich hab's CPM noch nicht gebenchmarkt, aber ich würde mal die Behauptung wagen, dass Run CPM schneller rauskommen könnte. Also Weiß kommt, wie gesagt, auf einen Faktor 120. Ich würde mal sagen, ein echter C64, ein echter 6502, der wird bei sowas wie einem Viertel MIPS, ein Fünftel MIPS oder sowas sein. Das heißt also, Weiß im Warp-Modus, der ist dann eher so bei 20 MIPS oder so. Cool. Und der beschäftigt sich dann noch relativ viel mit der Simulation des durchaus komplexen Videochips und des Soundchips. Na klar. Da komme ich zurück auf, machen wir mal einen Geschwindigkeitsvergleich. Und den Yaase hatte ich da auch, habe ich auch schon mit auf dem Ja. Schirm. Fände ich mal ganz spannend. Also so auch in Megahertz runtergerechnet, was wäre das auf der alten Hardware in Megahertz gewesen? Ja, finde ich cool. Ja. Also meine Erfahrung ist nur, also das CPM Volksforce, in meiner Erinnerung war das gähnend langsam und jetzt ist es einfach rasend schnell. Ja, das nächste Klaus, bitte. Also ich habe Anfang dieser Woche erkannt, wie wichtig das Foxforce ist. Und zwar hat Uli mich da in einer Arbeitsgruppentagung der Gesellschaft für Informatik geschickt, Rechner konnten, Software
Konzepte und Rechnerarchitekturen oder Software, nee, doch wahrscheinlich. Also jedenfalls Leute, die sich mal über die Zukunft quasi Gedanken machen. Und da haben sich ein paar ganz interessante Sachen herausgestellt. Nämlich zum Beispiel, dass die überhaupt keine Ahnung davon haben, wie Force kompiliert. Ne? Also die machen sich alles so schwer. Ich habe möglicherweise erfolgreich zwei junge Studenten davon so indoktriniert, dass sie also zumindest ernsthaft gesagt haben, oh, das muss ich mir doch mal angucken. Und von den anderen versammelten Akademikern habe ich gelernt, wie wichtig heute das Typing genommen wird. Und dann habe ich erstmal gesagt, nur Typing brauchen wir nicht. Also und außerdem, wie wollen wir das machen mit dem Stack? Oder müssen wir mit dem Stack eine zusätzliche Markierungsbit mitführen, was natürlich Quatsch ist, weil das Typing so ähnlich wie Lint sozusagen erstmal nur in der Compile-Phase laufen soll. Bis mir dann klar geworden ist, also wenn da ein Typing für Force realisiert werden wird, dann muss als allererstes mal das Problem des Stack-Checking gelöst werden. Und das wollen wir auf jeden Fall. Ne? Ja, und so. Seitdem bin ich also fürs Typing und habe mich auch schon für nächstes Jahr angemeldet, wieder, dass ich denen mal erzähle, wie Force kompiliert. Und mir wurde schon zurückgemeldet, oh, das sei aber nett und das mit dem Typing, da könnten wir uns ja mal zusammensetzen. Ist das das Treffen in Bad Honnef? Ja, genau. Dein Chef war da. Der ist doch ganz nett, Jens. Wunderbar, ja, sein Vortrag über den Hyperlativ. Großartig. Er wollte mich auch mitnehmen, aber ich hatte leider keine Zeit. Ja, also nächstes Jahr bin ich wieder da. Ja, und es ist mir klar geworden, es muss für solche aufgeweckten Studenten muss ein System her, was einfach durchschaubar ist und was die durch ein bisschen rumprobieren und mit Start Using Force lesen, Starting Force immer so lange lesen, bis sie dann Using Force verstehen können und dann auf Volksforce nochmal selber was eintippen. Ich glaube, das ist es. Und dann können sie das ganze System verstehen und das werden sie so wie wir am Anfang auch in einem halben Jahr schaffen, wenn sie das wollen. So. Und dann lernen sie was fürs Leben, ne? Wie man Problemdekomposition macht. Und merken dann auch, wenn sie real existierende Programmiersprachen benutzen, dass sie dann durch Force wissen, was sie eigentlich machen wollen, ne? Und dann immer gucken müssen, wie sie das mit dem vorhandenen Syntaxbaukasten hinkriegen. Und das habe ich sogar auch rüberkriegen können, dass das ein Effekt von Force ist. Also das war eine rundum erfreuliche Veranstaltung. Ah ja, und ich finde, wir sollten vielleicht hier als Volksforce Weiterentwicklung hier noch gleich einen Workshop vielleicht andocken. Kannst du gerne in den entsprechenden Kanal schreiben. Dann muss ich bei Metamost sein, oder was ist das? Bin ich das? Nee, bin ich, glaube ich. Du kommst einfach ein bisschen spät. Und wir haben schon einiges geplant. Also es ist direkt danach ist schon ein Workshop. Wir können gerne auch den Volksforce-Workshop dazu nehmen, aber das nächste ist dann tatsächlich vom Carsten ein Workshop. Ja, wobei ich das Problem habe, dass ich echt um 18 Uhr eine harte Grenze habe. Genau, ja. Deswegen machen wir die Fragerunde jetzt langsam fertig, oder? Ja, ist die Frage, ob es noch lohnt, das Buchthema anzufangen für eine halbe Stunde. Oder ob wir das nicht verschieben, bis wir mal mehr Zeit haben. Und dann einen extra Workshop rausmachen. Also gerne auch. Ansprechen lohnt sich, glaube ich, schon. Ja, gut, ansprechen tun wir das, damit wir weiterkommen. Mhm. Bei einem Volksforce-Workshop wäre ich natürlich auch super gerne dabei. Ja, ich meine, das müssen wir ja auch nicht in diesem Zusammenhang hier machen. Das können wir ja auch irgendwann mal machen und uns mit Jitsi zusammenschalten einfach, weil Philipp wollte von mir auch noch, also hat offenbar Fragen zum Target-Compiler, der ist ja auch nicht so richtig selbsterklärend, ich gebe es zu. Ja, das sollten wir auf jeden Fall auch in nicht zu ferner Zukunft mal machen, so ein Workshop. Finde ich gut. Der hat sich zum Beispiel auch in unerwarteter und
bisher nicht völlig offensichtlicherweise gegen das Konvertieren in Stream-Sourcen gewährt. Also den Target-Compiler, den hole ich im Moment auf Block-Sourcen. Oha. Ja, das ist total reihenfolgesensitiv, weil da ja so viele Doppeldefinitionen sind. Das ist, ich habe nichts an der Reihenfolge geändert. Ehrlich, ich habe nichts gemacht. Klar. Ja, vielleicht hat es mit den mehrfachen Zeilen interpretieren können zu tun. Das ist ja das Problem bei dem Umstellen auf Stream Source. Ne? Das hat vielleicht mit dem Klammerproblem auch zu tun, dass man eine Klammer, die über mehrere Zeilen geht, nicht mehr machen kann. Das könnte sein. Ich glaube aber, auf die Idee müsste ich da eigentlich gekommen sein, das geprüft zu haben. Ich habe dann jedenfalls angefangen, mal in die Target-Compiler-Sourcen reinzulesen und habe festgestellt, oh, das ist anspruchsvoll. Da brauchst du einen extra Effort für. Und dich da jetzt an Bord zu haben, das ist natürlich extrem klasse. Ja, ja, und ich würde noch in die Debatte werfen, also dass das Block-Interface raus ist, ist ja schon mal gut, aber ich würde auch in die Debatte werfen, ich meine, den Heap, das macht es unnötig zusätzlich kompliziert und dieses komische Restrikt, muss das alles überhaupt sein? Weil ich meine, die Leute brauchen das ja nicht, um irgendwelche Programme zu schreiben, sondern nur, um das kennenzulernen und dann sind ja die 64K doch wirklich völlig ausreichend. Also den Heap werde ich verteidigen. Ja, und Headless Words sind doch super. Ich meine, wer hat das schon? Aber das kompliziert es zusätzlich. Eine Indirektion optional. Ja, genau. Gerhard und ich haben noch die Hände gehoben. Okay, sorry, das sah ich nicht. Anton dann. Was mir aufgefallen ist, beim eben du vereinigst den Quellcode damit zu ifdevs, was ja super für die Maintenance ist. Nur mein Eindruck ist, ein Ding, also was Forth attraktiv macht, ist, dass die Leute das unmittelbar verstehen können. Und diese ifdevs, die helfen ihnen dann nicht direkt dabei. Weil das ist ja sozusagen, da wollen sie eigentlich, normal wollen sie nur das für ihr Target verstehen, auf dem sie gerade arbeiten. Und ob da noch irgendwelche anderen Targets irgendeinen anderen Code haben, ist ihnen egal. Und da würden, also zum Verstehen sehen wir am liebsten genau die Ursprungsversionen sozusagen und nicht dann die zusammengefassten mit ifdevs unifizierten Versionen. Also es ist die Frage, was das Ziel hier ist, aber nur so eine kleine Warnung. Guter Gedanke. Mein Ziel ist erstmal Wartbarkeit, aber mit dem vor Augen könnte man vielleicht die sozusagen den ifdev-Teil so gestalten, dass man mit einem relativ einfachen Textparsen sich die Sourcen, die du zum Verstehen haben möchtest, generieren könnte. Das muss noch ein bisschen durchdacht werden. Ich würde da auch eine Lanze brechen. Es geht besser als ifdev. Und in Force haben wir das alles in der Hand. Nur wie die Lösung genau aussehen muss, das müssen wir gucken. Also ich finde das schon ziemlich vernünftig, diese ganzen ifdevs und Compiler-Switche und so, alles einfach eine Pre-Compile-Step für eine bestimmte Version ohne den ganzen Krimpelkrempel rausfahren. Man hat sozusagen eine allgemeingültige Version und von der aus kann man dann spezialisieren. Als nächstes hat Erich noch die Hand gehoben. Erich, bitte. Ja, ähnliches Thema mit der Hinzufügung von drei weiteren Targets bei AMForth hat der Matthias Trute damals sehr viele Teile Code, die er als vorassemblierten
Code, also es waren Colon-Definitionen, die waren vorassembliert. Das war alles handgeschnitzt, der Speicher maximal ausgenutzt, sehr komfortables System. Und mit dem Hinzufügen der anderen Plattformen hat er das alles wieder rausgerissen und der Benutzer musste dann sehr viel mehr Zeug nachladen. Klar, ist alles beherrschbar, aber das ist der Preis dann auch dafür. Okay. Ja, eine Balance sollte gefunden werden. Da muss man schauen, wie man es kriegt. Gerald, du hast noch die Hand gehoben. Ja, ich habe eine ganz einfache Frage vielleicht. Du hast gesagt, du willst Include ändern. Jetzt war meine Frage, wenn ich jetzt schon Volksforce Code habe und ich möchte nachher ins neue Volksforce den portieren, hätte ich ja doch ganz gerne, dass das alles möglichst funktioniert. Oder hast du dir gedacht, dass man da ein magisches Wort eingibt, um dann ANS oder Force 200.000x kompatibel zu sein? Nein, habe ich nicht überlegt. Ich gehe im Prinzip davon aus, dass ich, also wenn ich das mit dem ANS ernst nehme, dann würde ich die Force 83 Kompatibilität hinter mir lassen. Also ich würde da keinen Hybriden bauen wollen. Okay, und wie kann man dann alte Software zum Laufen bekommen wieder? Adaptieren. Okay, also hat man dann quasi für alte Software verwendet man das alte Force und für neue halt entweder portieren oder, okay, ja. Ja. Ja, wollte also, nur wissen, ob es da... Was ich nicht völlig ausschließen würde, das würde so ein bisschen davon abhängen, wie sich dann die das Portieren aufs oder das Migrieren Richtung ANS darstellt, ob man sozusagen, ob sich das wartungstechnisch machbar darstellt, einen Force 83 Zweig zu halten. Aber ich würde davon ausgehen, wenn ich alte Software, das hört ja mit Include nicht auf, ne? Das wird ja viel interessanter mit ASCII und char und compile und postpone und und so, dass du da dir vorher schon, also wir können natürlich auch sagen, okay, wir lassen das Volksforce auf Force 83, kann ich auch mitleben. Aber wenn du alten Code hast und du willst ein aktuelles Volksforce nehmen, dann musst du den auf ANS-Standard hochportieren. Ist eine vollkommen legitime Antwort. Ich wollte nur wissen, wie es geplant war. Alles klar, danke schön. Nein, also das ist meine aktuelle Arbeitshypothese, ohne dass die sehr durchdacht ist, weil es eigentlich noch nicht ganz dran ist. Aber ja, so. Genau. Ich glaube, bin ich noch? Ja, genau, darf ich? Ich glaube, wir müssen uns die Frage stellen und eine Antwort darauf finden, was das Volksforce am Volksforce ist. Ne? Auch die Kontrollstrukturen zum Beispiel, die sehen ja ähnlich aus, sie sind aber sehr clever. Du kannst nämlich Begin, while, Repeat schreiben, ohne then, wie im ANSI-Standard gefordert, weil das selber auflöst. Und entweder, wenn man das behalten will, dann wird man niemals ANS-konform werden. Ne? Und ob man das will oder ob man das andere will, das müssen wir überlegen. Nicht? Also den Heap rausschmeißen, ist für mich das auch was essentiell Volksforce-artiges zum Beispiel. Die Kontrollstrukturen zu ändern irgendwie auch. Und das ist im Konflikt zu, es soll irgendwie ein Standardsystem werden. Mhm. Die Frage kriegen wir jetzt nicht ausdiskutiert. Ne? Okay. Aber wann ist das E-Force und wann ist es Volksforce? Die Frage können wir uns schon fragen. Ne? Also, ja. Super.